Idyllisch hier, im Wormser Stadtteil Rhein-Dürkheim. Ein sauberer Kiesstrand mit leichtem Mittelmeer-Flair lädt ja quasi zum Badetag ein. Doch so ruhig, wie es scheint, ist es im Wasser nicht. Erst am vergangenen Wochenende ist ein Mann bei Worms Rhein-Dürkheim in den Rhein gestiegen zum Baden. Dann ist er abgetrieben. Die Polizei und die Feuerwehr suchten bis tief in die Nacht hinein. Gestern wurde dann bei Eltville, nördlich von Mainz, eine Leiche im Wasser entdeckt. Nach unseren Informationen geht die Polizei davon aus, dass es sich hier um diesen Mann handelt. Und das ist leider keine Seltenheit. Immer wieder steigen vermeintlich geübte Schwimmer in den Rhein. Immer wieder gibt es auch Tote. Laut DLRG kommen in diesem Sommer schon 11 Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ums Leben. Zum einen die Berufsschifffahrt, die aufgrund ihrer Größe, ihrer Tonnage eine enorme Sog- und Wellenwirkung haben. Das heißt, auch geübte Schwimmer werden aufgrund der Sogwirkung, das heißt der Fortbewegung des Schiffes im Wasser, an den Schiffskörper herangezogen und dann kurz vorm Schiffskörper unter Wasser gedrückt. Etwas weiter südlich an der Wormser Rheinbrücke erkennen wir, wieso der Rhein so unberechenbar ist. Dadurch in Verbindung mit dem Untergrund entstehen die Strudel, die dann die Wassermassen von oben nach unten saugen. Auch geübte Schwimmer haben mehr oder weniger keine Chance, diesem Strudel zu entkommen, wenn sie erst mal drin sind. Am Donnerstagmittag bei geschmeidigen 28 Grad und Sonnenschein nutzen einige Wormser das gute Wetter aus. Schon auf dem Weg zum Strand sehen wir Hinweisschilder. Vielleicht auch deswegen rennt hier keiner leichtfertig ins Wasser. Wirklich nur da, wo nur bis hierhin, bis zum Bauch so das Wasser geht. Ich würde niemals, wo ich nicht mehr stehen kann, hinschwimmen. Ich bleibe wirklich nur am Rand, wenn ich merke, die Strömung wird zu stark. Außen geht die Strömung nach unten und hier geht die nach oben. Das heißt, da sind Strudel und Verwirbelungen und das stellt eine Gefahr dar. Ich denke, die Stelle ist zum Baden ungeeignet. Doch wieso ist der Rhein so unberechenbar? Der badische Ingenieur Tuller hatte im Jahr 1818 den Rhein begradigt, damit er eben schneller fließt und man mit dem Schiff nicht die vielen Kurven nehmen muss. Sollte man aber doch im Gewässer in die Bredouille geraten, gilt es ruhig zu bleiben. Nach unten abtauchen lassen, Luft anhalten, nach unten, wenn man mit den Füßen den Boden spürt, kräftig zur Seite abstoßen, weil der Strudel vom Trichter her oben breit ist und unten schmal abläuft. Das heißt, das ist die einzige Chance, dass man da rauskommt. Auch wenn es nicht so scheint, der Rhein birgt Gefahren, die wir vom Rand nur schwer einschätzen können. Im besten Fall tauchen wir nur im Schwimmbad oder am überwachten See.